Diskussionsrunde zum Thema Treuhandanstalt und ihre Rolle im Wiedervereinigungsprozess. Ich freue mich ganz besonders, dass wir das machen können, zusammen mit einem starken Partner an unserer Seite. Das ist die Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt. Und der Grund, warum wir das unbedingt machen wollten, ist eine Produktion, mit der wir jetzt am 25. September Premiere hatten. Das war die Stückentwicklung Tod der Treuhand von Caroline Milner. Und weil wir mit so einem Stück, womit wir ein Thema aufgreifen, was gerade sehr aktuell ist, weil wir 30 Jahre die deutsche Wiedervereinigung feiern, weil wir damit natürlich nur einen kleinen Impuls geben können. Also ich weiß nicht, wer von Ihnen das Stück vielleicht nachher um 20 Uhr sieht oder vielleicht auch schon gesehen hat zur Premiere. Es ist erstmal von uns der Versuch, eine Diskussion anzuregen. Und deswegen haben wir uns gewünscht, dass wir das ein bisschen rahmen mit zusätzlichen Diskussionsformaten, wo man vielleicht auch nochmal anderen Perspektiven zuhören kann und vielleicht auch von einer eigenen Erfahrung erzählen kann. Ich bitte jetzt die Gäste und unseren Moderator Uli Wittstock auf die Bühne. Vielleicht gibt es einen kleinen Applaus und dann übergebe ich an den Kollegen von der Landeszentrale für politische Bildung, Sie auch nochmal herzlich zu begrüßen. Vielen Dank. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Mein Name ist Frank Leeb, ich bin von der Landeszentrale für politische Bildung und freue mich, dass Sie heute so zahlreich trotz Corona hierher gekommen sind. Wir haben auch ein interessantes Programm heute und ich freue mich, dass wir das in diesem Format eben auch machen können. Die Landeszentrale für politische Bildung, das wird Sie nicht verwundern, hat einige Dinge gemacht zur Wiedervereinigung, zum 30-jährigen Jubiläum und das Thema Treuhand durfte natürlich da auch nicht fehlen und das war natürlich eine wunderbare, ein wunderbares Zusammentreffen, dass das Theater genau dieses Theaterstück auch in Planung hatte, dass wir heute diese Diskussionsrunde mit dem Theaterstück auch verbinden können. Und vielleicht noch ein kurzes Wort zu der Besetzung, was wir uns da auch bei gedacht haben. Ich darf hier zu meiner Linken anfangen mit Katrin Budde. Und als ich die Veranstaltung mit konzipiert habe, da wusste ich schon im ersten Moment, ich muss es versuchen, dass ich Katrin Budde bekomme. Nämlich sie ist eine von denjenigen Frontfrauen, würde ich sagen, die in diesem ganzen Prozess der Transformation sozusagen gekämpft hat für Arbeitsplätze, für den Erhalt von Unternehmen. Und ich durfte auch ganz in ihrer Nähe sein damals, habe das auch hautnah mitbekommen und kann das auch entsprechend bestätigen. Bei Herrn Beuk ist es ähnlich. Herr Beuk ist eigentlich zu dem Thema Treuhand eigentlich die Referenz in Deutschland dazu und er hat auch jetzt jüngst ein entsprechendes Buch herausbekommen. Und was mich bei Herrn Beuk so gefesselt hat, ist, dass Herr Beuk in seinen wissenschaftlichen Forschungen, und da gibt es ja viele der Art, aber dass er in seinen wissenschaftlichen Forschungen die Menschen in den Mittelpunkt gestellt hat. Das hat mich sehr beeindruckt und das freut mich auch, dass er heute hier ist. Ja. Und dann ist es natürlich auch toll, dass wir einen Zeitzeugen hier mit dabei haben, dass wir nicht sozusagen über die Zeit reden, sondern auch sozusagen mitbekommen, wie das tatsächlich erlebt wurde. Das war auch ein wichtiges Element. Und das letzte Element mit Caroline Milner ist sozusagen auch ein bisschen der Außenblick darauf und die künstlerische Verarbeitung in einem Stück, da hat man ja sozusagen auch eine ganz spezielle Perspektive darauf noch. Und das haben wir heute hier alles vor uns und ich freue mich mit Ihnen und ich hoffe, dass wir eine sehr interessante Veranstaltung haben und übergebe an den Moderator Uli Wittstock vom NDR. Schönen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben 90 Minuten Zeit, das ist in etwa die Länge eines Fußballspiels und wir wollen auch Ihnen die Möglichkeiten geben, mitzudebattieren in einem zweiten Teil der Runde, so ist das geplant. Wir haben ja eben schon gehört, etwas über die
Teilnehmenden. Ich möchte das noch ein bisschen mit einer persönlichen Frage vertiefen. Wir fangen an mit Frau Budde. Ich habe es nicht nachgelesen, ich glaube mich zu entsinnern, dass das Studium hieß Arbeitsorganisation, Arbeitsgestaltung. Ne? Und das ist jetzt nicht das Designen von Bürostühlen, es geht da um Wirtschaftsproduktion. Und Sie waren tatsächlich ja auch für einen kurzen Moment am Puls der Zeit damals. Wo waren Sie genau? Das nannte sich damals FER, Forschung, Entwicklung, Rationalisierung, war im letzten Schwung an das Thälmann-Werk mit angegliedert worden. Heute würde man sagen, das war ein riesengroßes Ingenieurbüro, was verschiedene Bereiche halt als verschiedene Projekte in Betrieben gemacht hat. Aber das Studium selber, das war halt Maschinenbau im Grundstudium mit allem, was dazugehört. Und dann arbeitswissenschaftliche Organisation obendrauf. Und da muss ich sagen, da ist es in mancher Diskussion später mit McKinsey und Arthur de Little doch etwas hoch hergegangen, weil wenn es um die Organisation von Arbeitsabläufen ging, um die Umstrukturierung von Unternehmen, dann hatten die in der Jungs in der Regel keine Ahnung. Die haben das wirklich bloß nach finanziellen Grundsätzen gemacht und waren dann irgendwann baff erstaunt, dass jemand halt fragte, wie denn der Betrieb innen drin noch funktionieren soll, wenn sie die Rationalisierung so machen. Also insofern, ohne dass ich das wusste, eigentlich mit einem anderen Ziel, aber war das Studium schon eine ganz gute Voraussetzung dafür. Wir haben trotzdem öfter verloren als gewonnen, aber zumindest konnte man den Herren auch zeigen, dass man was davon versteht und das eine oder andere hat dann auch funktioniert. Das heißt, der erste Gehaltscheck kam vom VBS GET? Vom FER. Das hing zwar so darunter, aber das waren so diese Sonderorganisationen zu DDR-Zeiten. Das war nicht VBS GET, das war FER. FER. Ihr letzter Gehaltscheck, Herr Just, der war vom SCET. Sie haben 1956 im SCET angefangen. Also der erste Gehaltscheck war auch schon vom SCET. Ich habe es nicht durchgerechnet, aber es sind dann doch über 40 Jahre. 35 Jahre. Was haben Sie da gemacht? Naja, wie diese einzelnen Produktionsprogramme haben ja Konstruktionsbüros. Und sehr in dem Falle Thälmann-Werk hatte bis zu 18 Konstruktionsbüros. Weil die einzelnen Erzeugnisse, es waren 16 Haupterzeugnisse ursprünglich mal, die brauchten jedes eine eigene Konstruktionslösung. Da konnte man nicht in einem Büro alles machen. Das war das erste Problem. Und dieses Problem mit den Konstruktionsbüros stand auch dann 1990, 91, als das Werk abbauen musste, stand als erstes im Raum, was machen wir mit den vielen Ingenieuren? Das sind ja einige tausend gewesen, also nicht nur 100 oder 200, sondern das geht in das Ingenieurpersonal im Thälmann-Werk geht in die 1000. Wie wollen Sie die unterbringen, wenn die Aufträge nicht mehr da sind? Und die Aufträge waren nicht da, zum einen, weil die Treuhand gesteuert hat, aber auch unsere Kunden, die konnten nicht mehr bezahlen. Die kamen ja aus der sogenannten RGW-Seite. Das war eine Währungsseite. Gegenüber dem Dollar war das die RGW, die östliche Währung. Die wurde nicht richtig umgestellt, also hatte die selbst die Sowjetunion hatte nicht mehr das Geld, um ihre Aufträge zu bezahlen. Und was passiert? Wenn Sie einen Auftrag nicht bezahlen können, können Sie nicht kriegen. Und wir haben tatsächlich fertige Ausrüstungen in der Zeit im Bereich Schilfbreite, fertige Ausrüstung anschließend verschrotten müssen, weil kein Käufer da war. Und so geht ein Schritt zum anderen, dann spielt die Treuhand mit hinein, die will das große Werk auseinandernehmen und sucht Käufer. Jeder hätte ein Stück kriegen können vom Thälmann-Werk, wenn er es bezahlt hätte. Hätten Sie auch ein Stück kriegen können? Prinzipiell ja. Es scheiterte woran? Weil wir kein Geld hatten. Wir auf der östlichen Seite, wir hatten ja kein persönliches Vermögen, um in Firmen einzusteigen. Hätten auf der westlichen Seite ist das sehr wohl geschehen. Hätten Sie sich nicht einen reichen Wessi suchen können, der Ihnen das bezahlt? Ja, also wie gesagt, so ist das spielt dann alles hinein. Aber wir kommen noch mal auf das genaue Thema. Aber ja. Danke erstmal. Das heißt, Sie haben Walzwerke konstruiert, wenn ich das richtig zusammenfasse. Richtig, ja. Ein Walzwerk ist für alle, die das nicht wissen. Beim Walzwerk muss man aufpassen, das ist wie mit anderen Industrieausrüstungen auch. Besteht zum einen aus Einzelmaschinen, die könnten hier stehen, und zum anderen sind es Werksanlagen, die sind größer als das ganze Haus. Und nun ist es zweierlei.
Was konstruiere ich, die einzelne Maschine oder die ganze Werksanlage? Aber es hieß immer, SCET würde ganze Werksanlagen bauen. Das ist auch alles Unterwalzwerksbau. Das Gleiche haben wir nochmal mit dem Kranbau, Versalmaschinen, Speiseöl und noch Zementanlagen, muss man noch erwähnen. Ja. Also ganze große Werke haben Sie gebaut. Für Europa gesehen sind wir eines der größten Unternehmen gewesen für diese Programme. Ja. Herr Böck, wir sind in einer Generation, in der Sie sozusagen die Folgen nur noch dessen kennengelernt haben, die unmittelbare Auseinandersetzung haben Sie eigentlich gar nicht erlebt. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen als Historiker? Ich meine, können Sie sich hier auch mit Otto dem Ersten beschäftigen oder was weiß ich, mit irgendwas Schönem aus der deutschen Geschichte. Na, Sie nehmen sich so ein trockenes Thema, wie man denkt, Treuhand. Ich stelle mir vor, es sind Tausende von Akten, die da liegen. Was hat Sie da gereizt? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Nein, also es ist, ich habe mich eh immer an Themen, also für Themen interessiert, die noch eine große Sprengkraft haben. Also ich fand also Otto der Erste, gut, vielleicht ist ein schlechtes Beispiel, also manche Themen sind zwar interessant, aber die interessieren dann halt nur die 3 oder 4 Kollegen. Und das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Und ich komme ja aus Sachsen-Anhalt, bin in Hettstedt, wir haben auch ein tolles Walzwerk gehabt oder haben es immer noch aufgewachsen und dann bin jetzt im Studium nach NRW gegangen und dann, also ich habe mich nicht so als Ostdeutschen erstmal primär gesehen, aber dann in NRW war ich dann auf einmal so der Ostdeutsche und dann lag es irgendwie nahe, dass ich mich für DDR-Themen interessiere, habe ich mich aber erstmal so gar nicht interessiert, aber ich habe mich dann für diese Post-DDR-Themen interessiert und dann habe ich irgendwann relativ naiv angefangen, mich mit dem Treuhand-Thema zu beschäftigen, also meine akademischen Lehrer hat das nicht so wirklich, also die waren nicht so unmittelbar, sind drauf angesprungen, haben gesagt, ja, mach das ruhig, das ist zwar ein bisschen exotisch, guck mal und schau mal, wohin du kommst. Und jetzt sitze ich hier. Ja. Ohne Frau Milner würden wir hier nicht sitzen, weil wegen des Stückes ist allein nur der Grund, warum wir jetzt hier debattieren. Und da nur deshalb. Genau, ja. Ist es eigentlich die nämliche Frage. Frau Milner, auch die Frage an Sie gestellt, als Theaterstoff ist jetzt das Thema Treuhand. Im ersten Moment würde man sagen, naja, nicht so der Burner unbedingt. Aber haben Sie sich trotzdem, was war die persönliche Idee, sich mit diesem Thema ausgerechnet, mit dem auseinanderzusetzen? Ja, die Grundidee war oder die Basis war, dass ich tatsächlich mit meinen Eltern direkt eigentlich 92 aus Halle an der Saale ins tiefe Westberlin nach Wannsee gezogen bin. Vorher habe ich mir darüber nie Gedanken gemacht, aber plötzlich wurde mir eben so von außen herangetragen, du kommst mit einem Wartburg in die Schule, du siehst anders aus. Ich wurde 2 Jahre lang tatsächlich auch von 4 Jungs vor der Schule abgepasst. Und irgendwann nach 3 Jahren haben die dann entschieden, okay, du gehörst jetzt dazu. Und in Halle ist genau das Gegenteil passiert. Dadurch, dass meine Mama eben diejenige war, die gesagt hat, okay, sie geht jetzt sozusagen in den Westen, war dann eher, ja, ihr seid jetzt im Westen, ihr gehört nicht mehr dazu. Und für mich war dann so ein Moment, ja, wohin gehöre ich dann jetzt eigentlich? Und darüber hat die Beschäftigung mit diesem Thema angefangen. Und ich, anders als sie, habe dann doch erstmal angefangen, mich nicht mit dieser Postwende zu beschäftigen, sondern mit allem davor und habe so gemerkt, ja, eigentlich würde ich mir wünschen, dass meine Familie aus so Menschen besteht wie Thomas Brasch und Brigitte Reimann und die so Oppositionelle sind und irgendwie mitdenken und hatte dann sehr lange dieses, was war eigentlich die DDR, was ist da passiert, was waren da auch für tolle Bewegungen, warum ist es nicht weitergegangen und diesen Weg bin ich eben jetzt 6 Jahre lang künstlerisch gegangen und jetzt in den 90er Jahren angelangt und deshalb war es für mich nur folgerichtig, mich dann auch mit der Treuhand zu beschäftigen, beziehungsweise auch mit diesem Fenster davor, würde ich sagen, zwischen November 89 und den Wahlen im März 90, so wo man doch kurz dieses Zeitfenster hatte von, vielleicht gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, natürlich wurde das dann nichts daraus, aber das fand ich sehr spannend und auch wie ist es danach vor sich gegangen, weil auch alle eben Einigung sagen und ja, ich würde auch sagen, nachdem ich mich so viel mit der Treuhand insbesondere hier in Magdeburg eben beschäftigt habe, weiß ich nicht, ob man wirklich so gut von Einigung sprechen kann und es gibt ja auch von Wolfgang Schäuble tatsächlich auch
eine Rede, die eben sagt, naja, es handelt sich hier um einen Beitritt und zwar von der DDR zur Bundesrepublik und nicht um die umgekehrte Veranstaltung. Und das finde ich für ein Land, in der eine Gesellschaft ist, die alle miteinander können sollen, ist das eben, naja, doch nicht so eine einfache Grundlage. Dann gucken wir doch nochmal auf die historischen Abläufe. Die Idee einer Treuhand kam ja eigentlich ursprünglich aus der Bürgerbewegung, Herr Böck. Also die Idee war, das Volkseigentum, dann gibt doch dem Volk sein Eigentum. Klang erstmal gar nicht schlecht. Und wenn ich das richtig entsinne, war es so, dass dann sogar die letzte PDS-Regierung unter Frau Luft ja das auf die Wege brachte. Die Treuhand ist eigentlich von der PDS intronisiert worden, allerdings mit einem anderen Auftrag. Aber dann änderte sich die Situation. Es gab die Wahlen und dann plötzlich gab es einen neuen Auftrag. Wie kam es denn eigentlich dazu, zu diesem Richtungswechsel? Also das ist natürlich auch aus diesen ganzen revolutionären Dynamiken des Jahres 1990 zu erklären, ne? Also wo in Windeseile super viel passiert und Dinge innerhalb von Wochen oder Monaten oder auch zum Teil Tagen dann Makulatur geworden sind. Also lange Pläne, die man ausgearbeitet hat, so Überlegungen, dritter Weg, sozialistische Marktwirtschaft, Genossenschaftseigentum und so weiter, das war dann wie weggefegt. Und man sieht in diesem Prozess, dass natürlich die Westseite immer stärker wird, die Ostseite tendenziell immer schwächer wird, dass natürlich dann dieser Wahl, also diese erste Volkskammerwahl mit ihrer Mehrheit für die Allianz für Deutschland dann doch als sehr eindeutiges Zeichen für eine schnelle Vereinigungslösung gesehen wird. Und dann sagt natürlich die Bonner Bundesregierung, okay, wenn ihr kommen wollt, dann aber zu unseren Regeln, ne? Also wir nehmen euch auf, aber die Geschäftsordnung ist das Grundgesetz. Das ist sozusagen der, also ihr kriegt die D-Mark, ihr müsst aber die soziale Marktwirtschaft übernehmen. Und viele Menschen hatten große Hoffnung, dass das relativ schnell funktioniert. Die blühenden Landschaften sind ja zu so einem geflügelten Wort geworden. Aber dann verhandelte man das innerhalb weniger Wochen. Da waren Leute involviert wie Thilo Sarrazin, wie Horst Köhler, natürlich die Ostdeutschen, die neue ostdeutsche Regierung, Lothar de Maizière und so weiter. Die haben das alles innerhalb weniger Wochen in wenigen Sitzungen verhandelt, dieses Vertragswerk. Und irgendwann, als man dann so verhandelte, kam man dann auf den Punkt, ja, was wird denn jetzt eigentlich mit diesen 8.500 Betrieben mit 4 Millionen Beschäftigten. Also das ist ja riesiger Staatsbesitz, das war natürlich für die Bonner Politiker ein Albtraum. Also da wollte, also in den 80er Jahren ging der Trend ja schon zur Privatisierung. Und dann hat man gesagt, naja, wir brauchen jetzt hier irgendwas, irgendwer, der das regelt. Man wollte nicht, dass es ein Ministerium ist, weil der Staat war eher das Problem und der Markt war eher die Lösung. Man wollte keine großen genossenschaftlichen Strukturen haben. Und dann hat man ganz pragmatisch gesagt, nehmen wir doch diese kleine DDR-Behörde, diese Treuhandbehörde, die die Modrow-Regierung noch gegründet hat zur Bewahrung und bauen die einfach komplett um. Also wir setzen neues Spitzenpersonal drauf, das wird den Detlef Carsten Rohwedder sein, die Führungskräfte werden ausgetauscht und dann 180 Grad anderer Auftrag, nicht mehr die Bewahrung, sondern die möglichst schnelle Entstaatlichung, sprich Privatisierung oder Abwicklung des volkseigenen Vermögens steht dann auf dem Programm. Und das passiert innerhalb weniger Wochen und Monate und das ist eine turbulente Zeit, wie wir sie, glaube ich, erst in diesem Frühjahr hatten, wieder in der vergleichbaren Art und Weise. Also wo innerhalb kürzester Zeit Dinge sich verändern und kaum jemand hinterherkommt. Und so dreht sich die Idee der Treuhandanstalt quasi komplett einmal um und dann wird die Treuhand natürlich auch zu dem Ding, an dem wir uns jetzt schon 3 Jahrzehnte abarbeiten. Das heißt also, die DDR oder andersrum, die VEB, offiziell Volkseigentum, wird zum Staatseigentum, was es ja eigentlich de facto auch war, und wird dann von dem neuen Staat praktisch übernommen und praktisch versucht, zu Geld zu machen, um die Kosten irgendwie in den Griff zu kriegen. Es gibt eine große Debatte darüber, wie viel das Ganze wert war, die will ich gar nicht aufmachen, weil das ist eine Debatte, die wird wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren geführt werden. Ich will aber mal einen Herrn Just fragen. Also ich habe selber ja auch im SKET gearbeitet, in den frühen 80er Jahren am Stahlwerk, am Stahlofen und da oben gab es einen Gießkran, da stand drauf Krupp 1923. Der Kran. Ja. Der war noch, auch manchmal nicht das... Könnte heute noch funktionieren. Ja, er funktioniert aber schon damals nicht sonderlich gut, muss man sagen, weil gelegentlich ging er mal nicht und dann musste der Techniker kommen. Und das war gerade, wenn man abgoss, blieb der Kran stehen. So. Das heißt, eigentlich wussten viele Leute, die in diesen Betrieben waren, also so rosig war es dann doch nicht. Zwar wurde uns ja mal erzählt, wir sind diese 10 stärkste Industriemacht der Welt, das haben wir irgendwie auch gerne geglaubt, aber wenn man so richtig nüchtern betrachtet hat, zumindest ab 80er Jahre, war es doch eigentlich ziemlich Mangelverwaltung.
Haben Sie das irgendwie auch wahrgenommen? Nicht unbedingt. Mit den Begriffen größte und weltweit und so weiter, das ist überhaupt so eine Sache, gerade in der Technik, es gibt keine wirklichen Maßstäbe dafür. Auch wenn zum Beispiel gesagt wird, SCET war der größte Maschinenbaubetrieb, wer weiß denn überhaupt, was groß und was klein ist? Klein ja, das ist Handwerker unter mich, aber in der Größe, die können Sie ja nicht messen. Für SCET wird gesagt, 12.000 Mitarbeiter in Magdeburg. Da geht das schon los, das Problem. Sind das wirklich alle 12.000 Mitarbeiter gewesen in Magdeburg? Oder waren da nicht etwa die Betriebe in Ilsenburg, in Oschersleben, in Gartelegen und in Gendin, waren die nicht auch dabei? Das weiß man gar nicht. Bei dem Kombinat wird 30.000 gesagt, ohne dass man weiß, na, wo sind denn die 30.000 gewesen? In Wildau, in Dessau, in Berlin, in Magdeburg, in Karl-Marx-Stadt, weiß man nicht genau. Man zählt ja die Leute nicht, man nimmt nur Begriffe rein. Ja. Aber Tatsache ist, dass SCET als Kombinatsbetrieb mit Stammwerk in Magdeburg eines der größten Unternehmen in Europa war. Mir persönlich ist bekannt, dass vergleichbar oder auch größere war die Voest in Österreich. In der Bundesrepublik auf der westlichen Seite hat es keinen wirklich größeren Maschinenbaubetrieb gegeben. Das wäre natürlich, die westliche Seite hat nicht Interesse daran, solche Begriffe aufzunehmen, weil die hier waren seit 1945, war man auf der westlichen Seite ständig damit beschäftigt, Betriebe zu liquidieren, Betriebe neu aufzubauen, zu trennen, auseinanderzunehmen. Selbst so ein Renommierunternehmen wie Krupp hat es ja nach 1945 fast nicht mehr gegeben. Die gingen auseinander. Die Metallurgie haben sie behalten, Maschinenbau haben sie abgestoßen. Schiffbau ist mehrfach durcheinander geraten. Die ganze Bergbauausrüstung ist durcheinander gekommen, mit Steinkohle alles rückwärts fahren. Und auch die Chemieanlagenbauer hatten so ihre Probleme im westdeutschen Raum. Also die hatten schon so eine lupenreine Technik, wie man uns das heute noch zeigt, hat es in der Bundesrepublik West auch nicht gegeben. Da sind Brüche drin, da sind Änderungen drin. Und die Annahme, als die Wiedervereinigung kommt, nun kommen die westlichen Betriebe und helfen den östlichen, ist ja eine Irritation. Die westlichen waren doch mit sich beschäftigt, die hatten ja selbst mit Aufträgen zu tun. Die waren doch gar nicht daran interessiert, nun in den ehemaligen Gebiet DDR die Betriebe mit aufzubauen. Warum denn? Sie hatten doch selber ihre Probleme. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und das ist das eigentliche Kernproblem dabei. Ja. Danke für den Hinweis, da würde ich auch gerne nochmal drauf kommen. Frau Budde, Sie haben ja dann spätestens in Ihrer Funktion als Wirtschaftsministerin, aber eigentlich ja auch schon vorher als Wirtschaftspolitikerin mit den Treuhandmanagerinnen, waren es eigentlich viele Frauen? Eigentlich nicht, ne? Mit den Treuhandmanagern darf ich jetzt ruhig so sagen, ohne dass ich was falsch sage, ne? Mit denen hatten Sie ja zu tun. Wir haben ja so ein bestimmtes Bild, was sich in der Öffentlichkeit da abbildet, das sind diese kalten, kühlen, berechnenden, neoliberalen Raubtiere. War das so? Teilweise ja. Das war sehr unterschiedlich und das war eben auch in den Branchen sehr unterschiedlich und das ist wie im echten Leben gewesen und wie das heute auch noch so ist. Es kommt darauf an, wer da an der Spitze saß. Also an Sachsen-Anhalt hat man das sehr deutlich gesehen. Der ganze Bereich Maschinenbau, Metall war unheimlich schwierig. Also da war, nachdem Rohwerder weg war, überhaupt gar keine Chance mehr zu gucken, können wir die erst umstrukturieren, erst grundsanieren, dann vielleicht über Beteiligungen privatisieren. Das war überhaupt nicht mehr möglich. Im Chemiebereich war das ganz anders. Also da saß Klaus Schucht drauf. Wenn man nach Bischofferode geht, dann wird man mit dem Namen heute noch gesteinigt, bei der Kali, im Kali-Bereich halt er sich für Zielitz entschieden hat. Aber der ist einen ganz anderen Weg gegangen. Der hat in der Chemieindustrie hat er gesagt, okay, im Grunde haben wir doppelte Strukturen. Die sind nach 45, das war alles hier Mitteldeutschland vorher, sind die rübergegangen in die alten Bundesländer, haben da Doppelstrukturen aufgebaut. Die werden bis auf wenige, die wirklich patriotisch wie Bayer gesagt haben, also wirklich auch aus diesem Grund, wir haben eine nationale Verantwortung, ja, wir setzen da ein Werk hin, werden die hier nicht nochmal die alten Betriebe übernehmen, die sind froh, wenn die vom Markt sind. Also hat Klaus Schucht nach ausländischen Investoren gesucht und wir haben über das Modell der Chemieparks, in dem wir schon auch auseinandergenommen haben, aber andere Modelle entwickelt haben, in die man einmal größere Investoren, aber auch kleinere Investoren, in denen man das ansiedeln konnte, haben wir es geschafft, im Bereich der Chemieindustrie
sogar sowas wie Sanierung und Strukturwandel hinzubekommen. Das ist uns im Maschinenbau nicht gelungen und da hatten wir auch keinen Sparringspartner bei der Treuhand, muss man sagen. Eine kleine Zwischenfrage wäre sozusagen das berühmte Ei, das Kohlsche Ei von Halle. Wäre das in Magdeburg geflogen? Hätten wir dann mehr Maschinenbau und weniger Chemie? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ich glaube, der Kohl hat da, außer dass er hätte möglicherweise die Kraft gehabt, wenn er es gewollt hätte, also den Grundauftrag der Treuhand mit zu verändern. Also hat das Ei damit nichts zu tun. Mein Grundproblem war, und das zeigt sich auch rückwärts, ja, dass der Auftrag, den die Treuhand hatte nach 1990, insbesondere auch nachdem Rohwedder weg war nachher, nochmal verschärft, einfach der Verkauf war. Wir machen die Braut hübsch, wir geben noch ein bisschen Geld dazu und dann wird es verkauft. So kann man aber keine Wirtschaft umbauen. So funktioniert kein Strukturwandel. So hat er auch in den alten Bundesländern nicht funktioniert, im Bergbau und anderswo, in der Stahlindustrie. Und wenn man ganz ehrlich ist, hatten wir, also auch ich, damals eine völlig andere Vorstellung. Also ich habe natürlich um jeden Arbeitsplatz gekämpft. Ich war total bockbeinig und habe gesagt, nee, das können wir hier nicht auf 10 oder 20% der Mitarbeiter runterschrumpfen und dann nur sozusagen im kleinen Bereich vielleicht eine neue Struktur aufbauen. Ich weiß nicht, ob wir damals auch falsch gedacht haben, indem wir die großen Strukturen, das sagen Sie ja zu Recht, die es bei uns überall noch gab, die es in vielen alten Bundesländern, in den alten Bundesländern gar nicht mehr gab. Die hatten ja einen anderen Strukturwandel, auch was die Betriebe anging, zusammen, auseinander, Branchen unterschiedlich entwickelt, verkauft, große Konzerne, weniger Konzerne. Das haben die ja 40 Jahre lang gemacht per excellence und bei uns nicht. Und wir hatten diese Riesenstrukturen. Ich meine, vielleicht sind wir auch damals ein wenig falsch daran gegangen. Wir haben es auch nicht besser gewusst. Also das muss ich auch selber sagen. Vielleicht haben wir uns manchmal auch an falschen Stellen verkämpft. Ich befürchte, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen, auch wenn wir einsichtig gewesen wären damals, weil wir eben auch für diesen anderen Weg keine Sparringspartner gefunden haben und das eben sehr, sehr unterschiedlich war. Ja? Und es lag wirklich mit an Menschen, mit denen man das zusammen in der Treuhand hat machen können. Frau Minner, Sie haben schon kurz über Ihre Familie erzählt. Sie haben gesagt, Ihre Eltern kamen aus Halle. Was haben die da gemacht? Waren die... Die waren Zahnärzte, also in der Poliklinik und in der Universitätsklinik und Kinderärzte. Also ich würde sagen, auch heute sieht man es ja, Ärzte werden immer und überall gebraucht. Und die waren super gut ausgebildet, die waren Anfang 20, die wurden am Herzzentrum in Berlin mit Kusshand genommen. Also, ja. Also, das heißt sozusagen, diese Verlusterfahrung des Arbeitsplatzes, das hört man ja in Ihrer Generation, kommt das fast schon aus den Großelternerzählungen, aber die Friktion, also die Unruhe zeigt sich ja auch in den Familien. Das haben Sie sozusagen in dieser direkten Form so nicht erlebt. Genau, also über meine Eltern habe ich das insofern erlebt, als dass eben mein Vater, der an der Uniklinik für Zahnheilkunde war, dann eben auch versucht hat, sich zu privatisieren, eine Zahnarztpraxis aufgemacht hat. Plötzlich gab es so viele Zahnarztpraxen in Halle, der musste dann zum Glück nicht Insolvenz anmelden, aber so, das ging einfach nicht. Der ist jetzt am Ende nach Holland gegangen und arbeitet dort als Zahnarzt. Und mein Onkel, der war genau in dieser Umbruchszeit, hat der studiert und er hatte sein Physikstudium gerade beendet und dann wurde ihm gesagt, also Physiker braucht kein Mensch. Und der ist dann heute Kriminalkommissar geworden. Also man sieht sozusagen, also wie macht man da weiter? Oder mein Großvater, es gab dann an vielen Hochschulen sowas, also da müssen Sie mich bestimmt korrigieren, aber es gab eben sowas wie, dass wie so Umfragen gemacht wurden, ne? Wer darf bleiben, wer nicht. Und er war ein sehr hoher Professor. Und dann haben die gesagt, nö, der hat bestimmt für die Stasi gearbeitet. Und damit war klar, der musste das abgeben. Der hat ganz viele Prozesse geführt und natürlich hat er dann auch am Ende recht bekommen. Es hat aber mehrere Jahre gedauert und der war damals Anfang 50 und damit war das gegessen. Und natürlich hängt dem das bis heute noch nach. So, der hatte dann auch keine Energie mehr, nochmal zu sagen, okay, jetzt, ich treffe mich auch nochmal mit denen, die das alle behauptet haben, versuche doch wieder irgendwie mit denen zusammenzukommen. Da fällt man ja vielleicht auch so ein bisschen vom Glauben ab, wenn man danach merkt, wer guckt jetzt, wo es hingeht, wie schachert man und so. Also
ich habe sozusagen nicht so aus unmittelbarer Nähe, aber so in meiner Familie, ja. Evaluation hieß dieser Vorgang damals. Nee, das war vor der Evaluation. Wenn es die klare Evaluation gewesen wäre, dann hätte Ihr Onkel recht gekriegt. Das muss in dieser Zwischenphase schon passiert sein. Die normalen Evaluationen, da sind richtige Gremien eingesetzt worden an den Universitäten und da ging es tatsächlich darum, wer war sozusagen verbunden mit der Stadtsicherheit. Wenn es das gewesen wäre, hätte er von Anfang an recht gekriegt, weil, ja, sondern es muss in dieser Zwischenzeit, wo eben viel auch wild gelaufen ist, und ich sage mal, große Brüche bringen eben auch nicht immer nur das Gute im Menschen hervor, muss man schlichtweg sagen, das muss dazwischen gelaufen sein. Mhm. Und dann war das offensichtlich passiert und man hat es nicht rückabgewickelt gekriegt. Also die Evaluierungskommission, die dann auch im Land Sachsen-Anhalt nach 90, nach der Konstituierung des Landtages eingesetzt worden sind, aber so mit einem halben Jahr Verzögerung, die haben nachher anders gearbeitet und auch strukturiert gearbeitet. Da ging es tatsächlich nur darum, wie war man verflochten mit dem Staatssystem und hat man für die Stadtsicherheit gearbeitet und war man dann für den öffentlichen Dienst noch tragbar oder nicht tragbar. Aber in der Zwischenzeit hat es ja auch sowas wie freie Wahlen an Universitäten und sowas gegeben. Ich kenne mich nicht ganz so gut da aus, das hat bei uns immer Wolfgang Ernst gemacht, aber ich kenne da auch einige Ungerechtigkeiten aus dieser Zeit, die eben nie wieder korrigiert werden konnten. Also sagen wir, es lief etwas strukturierter ab vielleicht. Ist das später. Ja. Ich nehme an, etwas, dass das bei Ihrem Onkel weiter vorher war, also in der verrückten Zeit, in der doch irgendwie... Herr Birk, wir hatten schon den Blick etwas auf das größere Umfeld. Wir haben schon gesagt, in der Bundesrepublik waren in der Situation eigentlich die Betriebe auch noch nicht alle in bester Lage. Ich habe das hat mir der Chef des Fernsehwerkes, Fernsehgerätewerks Staswort erzählt. Die hatten im Grunde genommen dieselben Maschinen wie wie beim westdeutschen Konkurrenten. Und die haben sich das angeguckt, haben gesagt, super, könnten wir übernehmen, machen wir nicht, wir haben jetzt schon 30% Überproduktion. Und 5 Jahre später wurde in Deutschland so gut wie kein einziges Fernsehgerät mehr hergestellt. Marktbereinigung, selbstverständlich. Und das heißt also, da liefen sozusagen mehrere Prozesse ineinander, die gar nichts mit der Treuhand auch zu tun hatten unbedingt, ne? Man kann vielleicht formulieren, dass vielleicht die Ostdeutschen einen unglücklichen Zeitpunkt gewählt haben mit ihrer friedlichen Revolution. für Historiker nicht zulässige Frage, wäre 10 Jahre früher oder später besser gelaufen. Nein, aber es ist wirklich, auch die westdeutsche Industrie befindet sich in einem extremen, also nicht so extrem, aber in einem Umbruch, Strukturwandel. Also ich wohne jetzt schon sehr lange im Ruhrgebiet, das ist das Thema seit den 50er, 60er Jahren. Und beides hängt auch ein Stück weit zusammen, also weil man diese Erfahrung mit diesem langen Strukturwandel gemacht hat, Rohwedder und diese Leute, die dann von Hösch zu Treuhand gehen, die sagen dann bewusst auch, na, so wollen wir es eigentlich nicht machen, weil die empfinden das nicht unbedingt als beste Vorlage. Also man hat das Gefühl, das kostet sehr viel Geld, das dauert sehr lange und der Anpassungsprozess dauert zu lange. Und dann betreibt man hier quasi in Ostdeutschland die Schocktherapie, also das genaue Gegenteil. Auf einmal ist jetzt sozusagen die Geschwindigkeit Trumpf und nicht mehr der lange Übergang. Und das ist dann natürlich für die Menschen, die davon betroffen wurden, ein herber Schock gewesen. Und diese Phase, die wir ja heute jetzt Globalisierung nennen, die dann einsetzt in den 70er, 80er Jahren, also wo dann auch zunehmend weltweit wieder Arbeitsteiligkeit passiert, trifft dann natürlich auch die westdeutsche Industrie. Es bestehen schon viele Überkapazitäten. Sie hatten es ja auch erwähnt, die Ostmärkte brechen 91, 92 dann auch noch weg, die Sowjetunion und der ganze RGW-Raum. Und das ist dann natürlich, ich sage immer, das ist dann der perfekte Sturm, der sich über der ostdeutschen Industrie zusammenbraut. Also sie hat die westdeutsche Konkurrenz, ja. Die Ostmärkte sind weg, sie hat mit inneren Problemen zu tun und dann muss sie auch noch alles ganz, ganz schnell machen. Ja. Und das ist natürlich eine Situation, die man irgendwie kaum sinnvoll bearbeiten kann. Und das ist so ein bisschen die Tragik, dass diese Wiedervereinigung ein Stück weit in diese Phase hineinfällt, Globalisierung, auch schon Digitalisierung setzt zu langsam ein. Und das war natürlich alles gleichzeitig sehr, sehr schnell zu bewältigen oder musste oder sollte sehr schnell bewältigt werden. Und das hat natürlich immense soziale, ökonomische, kulturelle Kosten und Folgewirkungen nicht nur in Ostdeutschland, in ganz Osteuropa nach sich gezogen, die wir ja bis heute quasi noch sehen und wo wir bis heute noch drüber diskutieren. Katrin Budde-Würte. Also ich bin nach 30 Jahren zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich überhaupt keinen Strukturwandel gegeben hat, der irgendwann mal gelungen ist.
Also wenn man das rückwärts betrachtet, nicht bloß unseren Strukturwandel, der ja eher ein Bruch war und kein Wandel, aber wir wollten immer einen Wandel, aber am Ende waren es Brüche, aber auch die in der saarländischen Stahlindustrie oder im Ruhrgebiet, auch das sind keine Strukturwandelprozesse, die Erfolg hatten, sondern da, wenn man sich Düsseldorf und die Umgebung anguckt, was ist denn da? Ja, also da ist ein bisschen was an Hightech, da ist ein bisschen Film, da ist ein bisschen Kreativwirtschaft, ja, aber beim Kleinsten fällt das auch alles wieder um, alles sehr öffentlich finanziert. Dann sagen wir mal, Düsseldorf ist da. Ja, 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 Düsseldorf ist was. Und dann, ja, im Saarland, wo, also auch diese, wo wir hingefahren sind, wir sind ins Saarland gefahren, wir sind ins Ruhrgebiet, wir haben uns angeguckt, wie ist das mit dem Personaleinsatz betrieben, wie können wir die Menschen auffangen, wie können wir die Strukturen schaffen, wie finanzieren wir die staatlich, wohin haben wir eine Chance, ja, eine Ausbildung zu machen, eine Qualifizierung, da muss man ja wissen, wohin, ja. Und also meine Erkenntnis nach 30 Jahren ist, es gibt keinen rein staatlich gelenkten Strukturwandel, der funktioniert hat. Sowas funktioniert nur in geschlossenen Wirtschaftssystemen und der Osten war ein geschlossenes Wirtschaftssystem, der RGW, die haben wir vorhin gesagt, die haben das hin und her geschoben. Da wurde halt festgelegt, irgendwann, ja, mein Papa sitzt da, Zuckerfabriken werden halt nicht mehr hier gebaut. Dann sind sie erst, sie haben gesagt, nach Sangerhausen abgewandert und dann sind sie, ich glaube, in die Tschechei, hast du erzählt, abgewandert. Da wurde das staatlich festgelegt. Ja? Auf diese Probleme sind wir zum Beispiel auch bei Infraleuna und bei der Raffinerie gestoßen. Diese Raffinerie im Inland damals, ja, zu machen, ja, das war auch in einer Zeit eine Entscheidung, das war keine wirtschaftliche Entscheidung, sondern das war eine gesellschaftsstrukturelle Entscheidung. Ja. Dass wir überhaupt jemanden gefunden haben, der das wieder übernommen hat, das war wieder Klaus Schuch, der gesagt hat, die Deutschen machen das sowieso nicht, ja, die haben genug eigene Konkurrenzen, also hole ich jemanden aus Frankreich. Und Zeitz war zum Beispiel auch eine Raffinerie, die ist von den Nazis dahin gesetzt worden, um also von dort aus zu versorgen. Das wäre in der damaligen Zeit nach 90, hätte es überhaupt gar keinen Sinn mehr gehabt. Ja, ich sage, das sind so Sachen, die also ich damals auch nicht gesehen habe, wo ich also von mir aus auch stur immer darauf bestanden habe, dass ich die Betriebe hier erhalten will. Und ja, also, aber bestimmte Sachen folgen, das wissen Sie als Historiker, da kann man das wahrscheinlich etwas abgeklärter beurteilen. Wenn ich da vor so vielen Menschen stand, die arbeitslos geworden sind, habe ich das alles nicht so abgeklärt gesehen. Ja, aber rückwärts betrachtet hatten wir wahrscheinlich in vielen Bereichen gar keine Chance. Da haben wir gegen Windmühlen gekämpft, rückwärts betrachtet. Ja. Und einen Strukturwandel hat es nie gegeben. Also es war einzigst in der Chemieindustrie und da hatten wir halt auch Ideen, muss man sagen. Die sind heute wieder gefüllt, die Chemieparks. Da waren wir besser und schneller auch als die westdeutschen Chemiestandorte. Da haben dann Anfang der 2000er die Westdeutschen sich geschüttelt und haben geguckt, wie wir das gemacht haben. Buna, Leuna, Bitterfeld, was sind das für Chemieparkmodelle? Da haben wir das gemacht, dass wir gesagt haben, okay, dann eben nicht mehr die großen Verbundunternehmen, sondern kleine und wir lassen die Infrastruktur stehen und betreiben die und gucken mal, ob wir da nicht einen Feldvorsprung kriegen. Und das hat funktioniert, ja. Wir sprechen jetzt hier über die großen Dinge. Ja, wir reden sozusagen über die Strukturen, über die große Politik. Herr Just, es gibt immer ein Problem dabei, und das ist ja auch die Schwierigkeit, vor der dann die Politik häufig steht, dass es immer mit Menschen zu tun hat. Wenn das so schön einfach wäre wie am Reißbrett, wie an Ihrem Reißbrett für das Walzwerk, wäre das ja super. Ne? Da könnte man da ein paar Schrauben verändern und dann wissen Sie als Ingenieur, ich drehe da oben was und da unten kommt irgendwas anderes an, wenn es gut läuft. Jetzt war das allerdings sozusagen ein sozialer Prozess und ein großer gesellschaftlicher Umbruch. Es wird sehr viel darüber erzählt, dass mit dem Ende dieser Arbeitsgesellschaft der DDR auch ein großer Teil des sozialen Zusammenhaltes verschwand, weil der Betrieb war ja nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern der war ja mehr. Nun sind Sie ja, glaube ich, mit 55, glaube ich, in den Vorruhestand gegangen. Ja. Wo man jetzt sagt, das ist so ein Alter, wo andere anfangen zu überlegen, ob sie Bundeskanzler werden. Ja, also da waren sie schon sozusagen am Ende dieser ersten Erwerbsarbeitszeit. Wie haben Sie das aufgenommen? Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie gesagt, oh, so gut, super? Oder ich meine, plötzlich ist man... Naja, die kollegiale Seite. Ich bin in diesem Jahr
Ich organisiere ein bisschen das kollegiale Miteinander, was vor 30 Jahren abgebrochen ist, denn da gingen ja die alle auseinander, formierten sich in kleinen Unternehmen wieder woanders. Die Ursprungsgemeinschaft, das nennt sich Walzwerksbau Schilfbreite, trifft sich in diesem Jahr zum 45. Mal in der Leiterstraße, im Café-Restaurant Wenzel. Da kommen so im Durchschnitt im Allgemeinen zwischen 20 und 30 ehemalige Kollegen zusammen. Ich rede seit Jahren, ich sage, lasst uns einmal aufhören. Nein, lasst uns nächstes Jahr wieder was zusammentreffen. Also es ist verloren gegangen, ist das nicht das kollegiale Miteinander. Ja. Und man ist mit vielen, ist man schon bald besser dran als mit der Verwandtschaft. Das ist ganz normal. Man sieht ja auch nur einmal im Jahr. Wenn man sich das öfter trifft. Und die Verwandtschaft ist zu weit weg in Deutschland. Ja. Aber ich würde mal empfehlen, wir sollten durchaus als Magdeburger uns auch auf positive Seiten berufen, was der Maschinenbau oder der Schwermaschinenbau anbelangt. Es wird von außen zu oft eine gewisse negative Tendenz hineingebracht. Das ist ja alles auseinandergefallen, es ist nicht mehr da. In Wirklichkeit haben alle ehemaligen großen Betriebe ein gewisses Produktionsstand noch erhalten. Nehmen wir mal SKL, da werden heute die modernsten Dieselmotoren nach wie vor bearbeitet. Nicht in eigener Konstruktion, sondern in Zusammenarbeit mit einem Betrieb vom Bodensee. Ist ja egal, aber es wird in Magdeburg gemacht. Gehen Sie zu FAM in Sudenburg, dort werden die modernsten Tagebauausrüstungen hergestellt oder sind in der Lage herzustellen, soweit Kunden da sind, die das noch brauchen. Auch der Braunkohlentagebau geht ja zurück. Also automatisch kriegen die auch nicht die Aufträge, aber sie sind in der Lage, die modernsten fördertechnischen Anlagen herzustellen. Ich war zum Beispiel bei einem Besuch in der Flugzeugwerft in Hamburg. Riesengroße Maschinen werden dort hergestellt, die Airbus-Maschinen. Und bei der Durchführung durch die Halle stehe ich mit einmal an einem Montagestand etwa vergleichbar mit der Hallengröße hier. Und da steht dann oben dran ein großes Schild, drei Buchstaben, FAM. Da sage ich zu dem, der die Werksführung macht, was heißt denn das da FAM? Also da steckten die Flugzeuge drin in dieser Vorrichtung. Ich sagte, was heißt denn das da FAM? Na, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Das, diese Ausrüstung, die wird nur von Siemens geliefert. Ich sage, naja, nun wollte ich Ihnen bloß sagen, also F heißt Förderanlagenbau, Ausrüstungen und M ist Magdeburg. Na, das ist mir neu. Also wir sind auch zu wenig präsent. Wir machen was mit Buchstaben und keiner weiß, was es richtig heißt. In Wirklichkeit ist es doch so, wir liefern, sind in der Lage, nahezu jeden Auftrag anzunehmen, der einigermaßen in das Profil passt. Nehmen Sie bloß mal die Schilfbreite, Betrieb 11 ehemals, das ist allgemein bekannt, der Walzwerksbau. Da steckt heute Skettmaschinenbau drin. Und Skettmaschinenbau ist der Herr Bollack, das ist ein ehemaliger Student aus der Magdeburger Zeit. Junger Mann, hat sich dann also zur Wendezeit bekannt dazu, die Werksführung zu übernehmen. Und da kommt eines Tages Energon Aurich, Windenergieanlagen. Das ist im Moment gewesen eine Branche, die im Aufwärtstrend ist. Aber in Aurich war man nicht in der Lage, diese Anforderungen zu erfüllen, mengenmäßig. Also hat man sich in Magdeburg den Betrieb herausgesucht, der in der Lage ist, derart große Anlagentechnik herzustellen. Warum große Anlagentechnik? Da sind besondere Anforderungen an die Schweißtechnik. Da sind besondere Anforderungen an die Umformtechnik starker Bleche. Da sind besondere Anforderungen an die Aluminiumseite. Denn diese Dinge, die Sie da von außen sehen, der Gondel, diese Riesengondel, die hat ca. 200 Tonnen Gewicht da oben stehen, die ist aus Aluminium. Wer stellt denn derartige Dinge her aus Aluminium? Also hat man in der Schilfbreite einen neuen Betrieb aufgebaut. Und dieser neue Betrieb heißt Design, Aluminium Design, also ein Aluminiumverarbeitungsbetrieb. Und der ist in der Lage, diese Konsolen herzustellen. Im Moment sieht es wieder ganz anders aus. Da geht der Windenergieanlagenbau zurück. Automatisch fehlen die Aufträge. Folglich hat Energon mittlerweile in Magdeburg Betriebe
wieder schließen müssen. Das wissen wir ja alle. Steht ja bald jede Woche was in der Zeitung drin, da können wir es ja nachlesen. Ja. Ich wollte mal noch auf etwas anderes aufmerksam machen. Für darf uns ich alle ganz kurz mal, Moment, wir kommen gleich wieder drauf. Ich also überlege gerade, ob Sie, Sie werden aber nicht bezahlt von der Stadt Magdeburg für diese positiven Meldungen. Ne? Ja. Frau Milner, Sie haben sich ja nicht ganz unvorbereitet mit diesem Thema, also andersrum, was wir da drüben sehen, ist jetzt nicht sozusagen nachts drei Flaschen Rotwein in einer durchwachten Nacht und noch ein bisschen Ideenreichtum bekommen, sondern Sie haben sich tatsächlich darauf vorbereitet. Wie haben Sie das gemacht? Also Sie haben ja schon gesagt, Sie haben mit Ihren Eltern zum Teil gesprochen. Was haben Sie noch getan? Ich hatte, also einmal habe ich das zusammen mit der Dramaturgin hier im Haus, Caroline Roma, da stand dann vor einem Jahr fest, wir machen das. Und tatsächlich in der Beschäftigung mit der DDR bin ich natürlich schon öfter über Rohwedder und Birgit Breuel und so weiter drüber gestolpert. Und ich habe mir tatsächlich, wir haben uns ganz viele Bücher, also die vor allen Dingen sehr trocken sind und viele wissenschaftliche Abhandlungen und so, in denen natürlich viele schöne Sachen stehen, aber auch sehr, ja, die sind dann irgendwie nicht so griffig oder man hat irgendwann das Gefühl, das wiederholt sich dann immer. Wir sind dabei auch eben auf die Biografien von Katrin Rohnstock, die sich eben tatsächlich mit ehemaligen Kombinatchefs getroffen hat und deren Biografien gesammelt hat und auch sowas wie Mein letzter Arbeitstag. Also wir sind dann eben so auf die Suche gegangen nach persönlichen Geschichten und haben versucht, dieses Jahr zu nutzen, um uns viel Wissen anzueignen, egal ob über Filme oder Beiträge. Und dann haben wir sehr schnell gemerkt, okay, dieses Thema ist uferlos, was man jetzt auch hier in diesem Gespräch, ne, also man fängt irgendwo an und kommt dann irgendwo hin und es geht, aber der Abend soll ja irgendwie einen Anfang und ein Ende haben. Und dann war klar, okay, dann konzentrieren wir uns auf Magdeburg und konzentrieren uns auf Skett. Und dann habe ich angefangen, Zeitzeugen aus Skett zu treffen, also zum Beispiel Herrn Oelze, der eben sehr viel erzählen konnte, weil er auch in dieser Umbruchszeit eben immer noch auf Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat saß. Was sehr interessant ist, so, dann habe ich mich mit Herrn Karlsch vom Institut für Zeitgeschichte getroffen, der sich eben auch damit beschäftigt, der dann nochmal gesagt hat, zum Skett gibt's also wurde noch nicht so viel geforscht und gibt es nicht so viel, was für mich natürlich toll ist, weil wir dann auch ein bisschen Fiktion reinstecken können. Also damit will ich gar nicht sagen, dass wir abkommen von, wie ist es da gelaufen, aber trotzdem hat man noch eine andere Freiheit von, man erzählt da was, als wenn das alles schon so durcherzählt, also wie bei Bischofferode, ne? Das steht ja so für sich. Und dann waren wir auch noch hier im Landesarchiv in Magdeburg, die haben uns eben gezeigt, was es da alles gibt und dass ja quasi diese Regale und dieses Haus gar nicht dafür ausreicht, für diese ganzen Ordner, wie groß dieser Umfang ist. Und dann haben wir gesagt, okay, nee, wir deuten natürlich an, was jetzt ja auch in dem Gespräch vorkommt, diese riesige Welle, die dann quasi über die Arbeitnehmer rübergegangen ist und über die Werktätigen, gehen aber eher auf deren Geschichten, was hat es eigentlich mit ihnen gemacht und versuchen dabei trotzdem sowas zu erzählen, wie dass vor allen Dingen dann Frauen in die alten Bundesländer gegangen sind, junge, gut ausgebildete so. Und haben versucht eben dieses Wissen, das wir haben, oder ich habe das dann versucht in Geschichten zu stricken. In Moment 35, 36 Minuten startet das. Geht's los, ja. Das, wir haben nicht mehr so sehr viel Zeit, deswegen mache ich eine letzte kurze Frage an Sie, Herr Böck. Ich würde nämlich ganz gerne auch noch mal den Blick etwas weiten. Es ist ja diese Treuhandgeschichte eine innerdeutsche Geschichte zunächst erstmal, aber in allen anderen ehemals sozialistischen Ländern, also in den Bruderländern, stand dasselbe Problem. Auch die hatten eine staatliche, strukturierte und organisierte Wirtschaft und haben die privatisiert. Wie haben die denn das angefasst? Kann man da irgendwas draus lernen? Bitte nicht. Nun frage ich ja Herrn. Man kann ja auch aus schlechten Erfahrungen lernen. Da lernt man meistens sogar besser draus, leider aus eigener Erfahrung. Nein, klar, also dieses ganze Umbruchsgeschehen in Osteuropa ist ein sehr, sehr interessantes Feld. Auch da wissen wir noch relativ wenig von Seiten der Wissenschaft, von der Zeitgeschichtsforschung.
Wenn wir uns die verschiedenen Varianten angucken, also Polen, die machen erst eine sehr scharfe Schocktherapie, Balcerowicz ist da der Name, und bremsen das aber ab, weil die merken, der Widerstand ist zu groß, die Unzufriedenheit, die Enttäuschung, die Arbeitslosigkeit. In der Tschechoslowakei, dann Tschechien, gibt man Anteilsscheine aus, wie das ja auch die Treuhand ursprünglich mal machen sollte. Da sammelt man aber auch die Erfahrung, nach wenigen Jahren fanden sich diese Coupons dann alle in den Händen von Investmentfonds und Banken wieder. Also sozusagen so ein breites Volksvermögen hat da nicht funktioniert. Im Fall der Sowjetunion, / Russland, ganz andere Strukturen. Ne? Also da haben sich dann eher so oligarchische Strukturen entwickelt, wo quasi die ehemaligen Betriebschefs gesagt haben, so, ich bin jetzt hier Eigentümer. Und das ist jetzt meins und so weiter. Also das war es völlig, also sehr stark unreguliert, sehr chaotisch mit langfristigen Folgen. Wenn wir es uns vergleichend anschauen, kann man wirklich sehen, dass, und das hatten Sie ja auch schon, hatte Frau Bude auch schon angedeutet, wir haben es in allen mittelosteuropäischen Transformationsländern mit Arbeitslosigkeit, mit Enttäuschung, mit Frustration zu tun. Also ob es einen sanften Weg von der Plan zur Marktwirtschaft, wenn man denn zur Marktwirtschaft möchte, gibt, da bin ich auch sehr skeptisch. Also es war überall mit Härten verbunden. Natürlich kann man dann diskutieren, ob es so schnell gehen muss oder nicht. Aber der deutsche Fall, das sollte ich vielleicht noch sagen, ist natürlich ein besonderer Fall. Die Ostdeutschen haben natürlich viele Möglichkeiten nicht mehr gehabt, die polnische Gesellschaft, der Polen, Ungarn, also die konnten im Prinzip selber das Privatisierungstempo drosseln. Zum 1. Juli 1990 mit der Wirtschafts- und Währungsunion gibt es keinen souveränen ostdeutschen Staat mehr, der das könnte. Und die Bedingung war, es soll sofort übertragen werden, komplett übertragen werden. Und das erklärt natürlich, warum dann dieses Gefühl, das ja bis heute weiter war, bei Kolonialisierung, Fremdbestimmung, Abwicklung durch andere, bis heute noch virulent ist, weil man diese Möglichkeit nicht hatte. Im Übrigen, in der Außenperspektive, weil Sie es angesprochen haben, ich war vor ziemlich genau ein Jahr, hatte mich meine Uni in die USA geschickt und dann durfte ich in Nashville einen Vortrag über die Treuhandanstalt halten. Das war sehr exotisch für alle Beteiligten, weil im Außenblick gilt das eigentlich, also das ist es immer oftmals, gerade Amerika, gut, Amerika ist sowieso speziell, aber da gilt meistens das, was wir hier gemacht haben, als Erfolgsgeschichte. Ja. Also so nach dem Motto happy ever after, und die Deutschen sind doch so happy, sie sind wieder vereint. Und dann fing ich dann an und dann irgendwie hörten sich das an. Das war für die extrem exotisch, dass nach 1990 noch irgendwelche Konflikte in Deutschland fortbestanden hätten und dass es Ostdeutsche und Westdeutsche gibt. Aber dann am Ende meldete sich dann so jemand mit so Cowboy-Gürtel und mit Hut und so, also wirklich wie im Klischee, und meinte, ja, okay, ich merke, das ist bei euch wie bei uns mit Nord und Süd und das wird auch nicht weggehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein optimistisches Schlusspunkt war, aber der Außenblick kann da manchmal wirklich, weil wir dann doch oftmals sehr stark uns auf eine sehr deutsche Weise an dem Thema abarbeiten. Ne? Ja, wobei, glaube ich, das auch notwendigerweise sehr deutsch ist, weil wir immer noch das Thema Wiedervereinigung im Hintergrund haben. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Und da gab es ja ein Zeitfenster offenbar. Also jedenfalls Markus Meckel behauptet bis heute, also man wusste nicht, wie lange die Sowjetunion in dieser Form das akzeptieren würde. Also da gab es schon auch Druck auf politischer Ebene. Das braucht man auch wirklich nicht auf andere schieben. Ich meine, klar, für die 2+4 Gespräche gab es einen gewissen Zeitraum und ehrlicherweise muss man auch sagen, wir sind insofern bitte nicht 10 Jahre früher, weil das wäre alles blutig gewesen, und ob es 10 Jahre später, weiß ich nicht, wie es hier ausgesehen hätte. Auch man, das muss man ja sagen, also wir waren, also unsere Betriebe waren zum Teil gut, die Menschen, die drin gearbeitet waren hochqualifiziert, waren auch gut, aber unsere Anlagentechnik war eben zum Teil auch so, dass wir heute ein reiches Maß an Industriekultur haben, und zwar auch an Orten und an Anlagentechnik, die es hier 1990 noch gab, die woanders schon nicht mehr in Funktion war. Das muss man mal also ehrlicherweise auch dazu sagen. Ja. Also es war nicht alles nur toll. Und es gab natürlich 1989, 1990 sozusagen das Zeitfenster. Deutschland konnte sich auch nicht alleine wieder vereinigen. Es brauchte die Zustimmung der Alliierten. Und natürlich haben auch welche von außen skeptisch drauf geguckt. Insofern gab es ja auch ein Zeitfenster dafür, aber den größeren Druck, also da wollen wir uns bitte nicht selber belügen, haben wir Ostdeutschen selber gemacht. Ich muss bloß an den Spruch denken, kommt die D-Mark nicht zu mir, gehe ich zu ihr. So, auch das war eine Dynamik im Herbst 89, 90, ja, wo wir Ostdeutschen selber, also nun meine ich jetzt keinen persönlich, aber in Masse den Druck gemacht haben und gesagt haben, wir wollen jetzt aber endlich
sozusagen in die Wiedervereinigung, und den meisten Menschen in Ostdeutschland war es zu dem Zeitpunkt auch egal. Und solche Debatten, die geführt worden sind, lasst uns doch das über eine gemeinsame Verfassung, über einen neuen Weg machen und so, die haben auch gar keine Akzeptanz mehr in der Breite der Bevölkerung gehabt. Das sage ich immer meinen Bürgerinnen und Bürgern in Ostdeutschland, mit denen ich darüber rede, wenn sie meckern. Wir waren das auch selber, die diese Beschleunigung vorangetrieben haben. Ich jedenfalls habe keine Lust, mich da zu belügen. Ja? Wir waren es, die überhaupt die Voraussetzungen geschaffen haben. Da haben die Westdeutschen so von außen so ein bisschen wie auf so ein Zoo geguckt, och, was passiert denn diesmal da mit der friedlichen Revolution, und haben nicht dran geglaubt, dass es funktioniert. Das gehört auch zur Wahrheit. Das hat nämlich keiner wirklich geglaubt. Ja? Dann waren wir selber positiv überrascht, dass es also friedlich geblieben ist, und haben gedacht, ja, jetzt können wir hier demokratisieren. Dann kam die Maueröffnung, und schon im November waren die Sprüche andere. Wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Also das hat auch in unserer eigenen Bevölkerung eine rasanten Veränderung in dem gegeben, was wir wollten. Ja? Und die Hoffnungen waren groß, aber was wir völlig ausgeblendet haben, die meisten, ist auch nicht schlimm, weil man hat in solchen Zeiten eben große Hoffnungen. Und Gott sei Dank sind die auch da gewesen, weil ansonsten hätten wir es uns gar nicht getraut. Ja? Aber was man dann ausblendet, ist natürlich, dass wir eben bis dahin wirklich zwei völlig unterschiedliche Blöcke waren, zwei unterschiedliche Gesellschaftssysteme, zwei unterschiedliche Wirtschaftssysteme, der Alltag war anders organisiert, alles. Ja? Und das haben wir auch unterschätzt, und ich finde es trotzdem richtig, dass wir es gemacht haben, Gott sei Dank. Ja? Aber wir haben es auch unterschätzt, was das im persönlichen Alltag heißt. Das haben wir in dem Moment erst gemerkt, als sich das 1:1 veränderte. Ja, also das gehört auch dazu, aber also ich sage mit allen Härten trotzdem, also das, was wir gewonnen haben an Freiheit und Demokratie, an Möglichkeiten, an Chancen, das war es allemal wert, weil der Ostblock wäre auch irgendwann zusammengebrochen, der wäre wirtschaftlich irgendwann zusammengebrochen. Ja, und insofern muss ich sagen, nicht alles richtig gemacht, aber es war trotzdem der richtige Weg. Frau Butte hat so einen Hang zu Schlussworten, das kann man klar sagen. Wir wollen hier erstmal eine kurze Zäsur machen. Genau, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit. Nein, Moment, Schlusswort bezog sich nicht auf die Debatte. Nein, nein, das Schlusswort bezog sich auf die Öffnung der Debatte. Und zwar ist jetzt die Zeit für das Publikum, eigene Fragen zu stellen. Ich bin ein bisschen geblendet. Von der Sicht geblendet. Das heißt, wenn Sie den Arm heben, sehe ich Sie vielleicht nicht sofort. Ich starre mal intensiv in die Runde. Möge bitte jemand, der was... Ich sehe Sie. Genau, da in der Mitte. Ich war damals ein junger Student, Sozialwissenschaftler, nach Hause in Magdeburg. Moment, darf ich Sie ganz kurz bitten, hören Sie hinten auf, was er sagt? Hören Sie gut. Dann, gut, dann erzählen Sie weiter. Super. Das war ja nie irgendwo, also für uns kam da nie irgendwas zum Ausdruck, sondern wir hatten das Gefühl, es wird mit Absicht für 1 Euro verkauft, da wird die Halle leer gemacht und morgen Leute zu den Tübingen klarkommen. Das war eine Art Konkurrenzkampf. Hättest du da die Frage an Frau Hülle vielleicht, die da wahrscheinlich am tiefsten drin steckten als Ministerin, hätte es da nicht eventuell Möglichkeiten gegeben, das anders zu gestalten? Die hat es Frau gegeben. Butte, Moment, dürfen wir ganz kurz das Wort Hermes-Bürgschaften erläutern, worüber wir reden, so mit einem Satz, etwa zwei. Ja, das war ein Kreditrahmen, der zur Verfügung gestellt worden ist für die Geschäfte mit Osteuropa, die halt nicht die kompatible Währung damals hatten. Da ist also von der Bundesrepublik quasi ein Kreditrahmen zur Verfügung gestellt worden, Hermes-Bürgschaften. Die haben dafür gebürgt, dass es dann auch funktioniert. Den gab es. Das hat sogar funktioniert in manchen Bereichen, aber es hat nicht überall funktioniert. Und Sie haben das vorhin so schön auch erklärt, nochmal an einem praktischen Beispiel. Auch Hermes funktionierte natürlich nach Regeln. Und selbst wenn wir das haben durchgesetzt, dass es diese Hermes-Bürgschaften gab,
musste das Geschäft dahinter abgewickelt werden. Und das war in vielen Fällen das Problem, dass dann sogar das hergestellt worden ist, aber das Geschäft nachher nicht zum Tragen gekommen ist, weil nicht alle ihren Verpflichtungen nachgekommen sind, unter anderem die Russen nicht. Herr Just, aber Sie könnten das vielleicht an einem Beispiel gerade viel an Herrn praktischer. Just, Moment, ich würde ganz gerne es an Herrn Just gibt es immer noch. Weitergeben. Herr Just, Sie haben am Ende Ihres Arbeitslebens eine besondere Maschine konstruiert, die konnte Wellblech machen. Und die haben Sie hergestellt für den Maschinenbau, für den Waggonbau Ammendorf. So, die wollten damit russische Wagen bauen. Sowjetische. Es waren auch sowjetische Wagen. So, Sie haben das Ding konstruiert, Sie haben es dahingestellt, das stand da. Und was passierte dann, als das da stand? Naja, das, in Ammendorf hängt das dann damit zusammen, dass der gesamte Waggonbau seit 1945 nur für die Sowjetunion gearbeitet hat. Die sogenannten Reisezugwaren, die sind allgemein bekannt, wer mal in die Sowjetunion gefahren ist, ist damit auch gefahren. In der Sowjetunion hat man eine bestimmte Menge hergestellt und weil das nicht reichte, hat die DDR praktisch den Großteil der Reisezugwaren für die Sowjetunion hergestellt, aber nur diese Wagen. Und da waren die sowjetischen Vorschriften, wer sich daran erinnert, das sind dann die Seitenwände bei den Waggons, unterm Fenster sind so eine Rippen drinne. Auf dem Dach oben ist was anders im Fußboden. Und da immer mehr Reisezugwaren geliefert werden mussten, konnten die Produktionseinrichtungen in Ammendorf das nicht bringen. Also kam der Auftrag, ihr müsst das machen. Wohlgemerkt, wir haben es nicht gerne gemacht. Es war ein bisschen außerhalb dessen, was man moderne Technik nennt, das hätte man so nicht machen sollen. Aber die Ammendorfer haben darauf bestanden und wir haben die Anlage hergestellt. Und zu meiner größten Überraschung, die hat sogar funktioniert, einwandfrei. Die haben mit einem, in der Probe haben die schon Bleche hergestellt. Da habe ich gesagt, so weit sind wir noch nicht. Nein, nein, die Bleche, die nehmen wir schon. Und das hat alles funktioniert. Aber genau in dem Moment, wo das fertig war, kam die Treuhand und hat festgestellt, Bombardier heißt das, aus Kanada, waren dabei, und haben festgestellt, so eine Reisezugwaren werden nicht mehr hergestellt. Die Sowjetunion bezahlt die nicht richtig, die hat kein Geld dafür, also hören wir in Ammendorf mit den Reisezugwaren auf. Aber was anderes konnten die nicht herstellen, weil alle Produktionseinrichtungen waren für die Reisezugwaren. Naja, es ist schade drum, dass diese Anlage war modern, die ist sogar weltweit dann in Filmen ist das dann gezeigt worden. Da habe ich immer gesagt, um Gottes Willen zeigt das nicht auch noch weltweit, dass wir so eine abnormale Technik auch beherrscht haben. Das brauchte man gar nicht sowas. Aber die Waggonbauer haben eben darauf bestanden, wir müssen das kriegen, damit wir unser Reisezugwaren bringen. Ja, was war das Endergebnis? Bombardier hat das ganze Werk Ammendorf geschlossen, so schrittweise, nach und nach, Produktionseinrichtungen verkauft. Und unsere Profilier- und Schneid- und Profilieranlage, so nannte sie sich, wurde wieder abgebaut vom Fundament. Die Anlage war etwa noch etwas größer als die Raumlänge hier. Etwa so ein Drittel länger war sie, 100 Meter lang war sie. Und dann wurden die einzelnen Bauabschnitte wieder in Kisten verpackt und haben dann jahrelang in Hallenseitenwänden haben die Kisten gelagert. Wenn ich mal nachgefragt habe, was sollten da mal mehr? Die Treuhand suchten Käufer für diese Maschinen. Wer will denn weltweit solche Sondermaschinen? Weltweit finden sie niemanden, der Sondermaschinen braucht. Aber der Teufel will's, so ist das in dem Leben. Die Anlage steht heute in Marokko. In Marokko werden die Wellbleche hergestellt auf der Anlage, die mal in Ammendorf funktioniert, gerade leider nur den Probebetrieb überlebt hat. Dann hat der Betrieb geschlossen, nicht die Anlage. Die Anlage war durchaus in Ordnung. Aber also, das sind Einzelbeispiele, kann man nicht verallgemeinern. Aber es erzählt ja etwa die reale Problematik, wie sie sich darstellte dann tatsächlich. Ich gucke mal in die Runde, gibt es weitere Fragen? Ich hätte aber noch einmal einen Beitrag zu bringen. Moment, wir gucken erstmal nach Fragen. Bevor wir zum Beitrag kommen, gucke ich erstmal, ob das Publikum noch eine Frage hat. Und dann da hinten, ich sehe Sie. Weil wir müssen das Publikum schon durchaus auch reden lassen. Bitte schön.
Das sage ich nochmal für alle. Die Frage war, inwieweit, also es gibt den Spruch, der Zeitzeuge sei der Feind, der natürliche Feind des Historikers. Wie sind Sie also mit den Zeitzeugen-Aussagen umgegangen, historisch, kritisch, wie auch immer? Ja, da muss, werden wir gleich sehen, was hinter der Bühne noch passiert. Nein, also es ist natürlich ein Thema, das sehr emotional besetzt ist, weil es eben um Brüche ging und diese, also diese Menschen oftmals auch, ich habe auch sehr viel mit ehemaligen Treuhandmanagern gearbeitet, mit denen sehr lange Interviews gemacht in Frankfurt am Main und in Wiesbaden und so weiter und so fort. Da bin ich schon ganz gut rumgekommen. Und klar, also da muss man natürlich, wir sagen dann methodisch, also es ist weniger so, dass der erzählt mir jetzt, wie es gewesen ist und ich schreibe das dann auf, sondern dass man dann wirklich eher versucht, was, wie beschreiben die das, wie erinnern sich die, wie erinnern sie sich an diese Zeit, was für Bilder benutzen sie, was für Vergleiche benutzen sie. Also dass man weniger sagt, okay, ich erfahre jetzt von dem Zeitzeugen 1:1, dass es da passiert, sondern eher, wir kriegen eher Einblicke in die Erinnerungen und in die, sozusagen in die individuellen Erinnerungen. Und das habe ich versucht, nicht nur auf ostdeutscher Seite zu machen, sondern vor allem habe ich mich interessiert, was haben eigentlich diese Manager dabei geglaubt und gewusst und wie haben die das verarbeitet. Ne? Also sozusagen, das war für mich fast noch, das war für mich sehr interessant, weil normalerweise sind immer die ostdeutschen Anführungszeichen immer so das exotische Objekt, wo man guckt, wie haben die das jetzt gemacht und wie haben die das verarbeitet und was fanden die nicht so gut. Und ich habe dann, den Spieß wollte ich dann mal umdrehen. Da waren für mich sozusagen die Westmanager auf einmal das exotische Objekt, das man irgendwie analysieren und erklären musste. Und das war sehr, sehr, sehr lehrreich. Und das mit dem Feind, mit der Feindschaft, ja, es kann manchmal anstrengend sein, aber das macht natürlich den Reiz der Zeitgeschichte aus, dass unsere Forschungsobjekte noch zum Teil quicklebendig sind und uns auch widersprechen. Das müssen wir aber aushalten. Das muss ich auch in Bochum in meinen Veranstaltungen aushalten, aber in der Regel, dass jemand sich da meldet und sagt, nee, das war völlig anders, wie Sie das erzählen. Aber in der Regel ist es dann doch eher eine Kooperation und seltener ein Konflikt. Ich gucke nochmal in die Runde. Wenn es jetzt keine weiteren Meldungen gibt, dann würde ich Herrn Just bitten, das, was er schon seit 10 Minuten uns erzählen will. Mein Anliegen ist, es fehlen viel zu viele positive Beispiele. Es wird immer, wenn es darauf ankommt, marode Betriebe genannt und sonst was. Mag es ja sein, dass es das auch gibt, will ich nicht abstreiten. Aber es fehlen mir immer die positiven Beispiele. Ich will eins bringen. Wenn die Reisezeit wieder richtig losgeht, empfehle ich allen, mal zur Zugspitzbahn zu fahren, Partenkirchen. Diese Zugspitzbahn gibt es seit urig langer Zeit, aber die ist in die Jahre gekommen und vor etwa 5 Jahren, glaube ich, so etwa, ist eine neue gebaut worden an die gleiche Stelle. Und diese Zugspitzbahn besteht aus Gondeln, Kabinen, so groß wie ein Straßenbahnwagen. Und der fährt auf Stahlseilen. Da sind Stahlseile, 4 Stück wie eine Bahn nebeneinander, 160 mm Durchmesser, ein Stahlseil, 3 Kilometer lang. Und diese Stahlseile und die ganze Zugspitzbahn wurde in der Schweiz hergestellt. Da habe ich natürlich Techniker, wie man nun mal ist, gefragt, wie stellen die denen in der Schweiz 3 Kilometer lange Stahlseile her mit 160 Durchmesser? Ja, die Maschinen sind aus Magdeburg. Kein Mensch weiß das dort weit und breit. In der Zugspitzbahn ist die Stahlseiltechnik ausgestellt mit einer Schautafel und die Schweizer Firma steht drunter. Ich meine, das ist korrekt, da kann man nichts zu sagen. Aber man muss da auch mal so eine Sachen, so eine Beispiele sehen. Die sind einmalig in der Welt. Wir haben den größten Verseilmaschinenbau weltweit haben wir in Magdeburg. Das ist auch ein Betrieb, den der Treuhand versucht hat zu privatisieren. Das ist auch gelungen mit einem Bundesrepublik-Unternehmen und Magdeburger Mitarbeiter, ehemals SCET-Mitarbeiter, haben die Betriebsführung übernommen. Und das ist heute der SCET-Kabel- und Verseilmaschinenbau, nun aber in der Schönebecker Straße. Vom Werksgelände Marienstraße sind wir ja mittlerweile alle weg. Das ist der Kabel- und Verseilmaschinen. Ähnliche Beispiele lassen sich bringen für Speiseöltechnik. Wenn auch etwas nicht ganz gelungen, E10 an den Tankstellen gibt, das ist ein Treibstoff, der ist praktisch in Magdeburg in unserem Ölmaschinenbau gewissermaßen miterfunden worden. Aber er hat sich nicht durchsetzen können. Er hat von vornherein gleich
einen negativen Schlenker gekriegt, die Motoren gehen kaputt, wobei das nicht bewiesen ist, nebenbei bemerkt. Das ist vielleicht auch die Konkurrenz, hat festgestellt, E10 macht uns Konkurrenz, also lieber nicht so. Aber so könnten wir über alle, auch diese Windenergieanlagen von Aurich, die in Magdeburg gebaut werden, sind auch die deutschlandweit die größten Anlagen. Die können andere gar nicht herstellen, weil sie die Produktionstechnik nicht haben. Das heißt, wenn wir zusammenfassen, und da kommen wir auf die Stelle hin, dass wir in Magdeburg nach wie vor Produktionstechniken haben, die ganz Deutschland einmalig sind. Aber da wird nicht drüber geredet. Das hat man. Also man muss sozusagen auch ein bisschen mehr Werbung machen. Ich entsinne mich übrigens an die Anfang der 90er Jahre, als der damalige Oberbürgermeister Polte, Dr. Willi Polte, sagte, Magdeburg wird sich von einer Stadt des Maschinenbaus zu einer Verwaltungsstadt entwickeln. Das hat hier für große Aufregung gesorgt seinerzeit. Aber wenn man heute durch die Stadt geht, muss man sagen, er hat Recht behalten. Genau das ist passiert. Es war damals natürlich eine ziemlich harte Ansage für alle, die noch beim SCET, beim SKL, bei MAW oder sonst so beschäftigt waren. Das muss man klar sagen. Das war eine harte Umstrukturierung. Ich gucke nochmal in die Runde. Fragen. Hier vorne, entschuldige, ja, bitte. Wenn man darüber nachdenkt, also es war fantastisch. Und unser Tanzensemble gibt es heute noch, muss man sagen, haben wir auch immer probiert, war alles ganz anders zu überlegen. Aber man kann es wirklich dann auch schaffen. Und es ist wirklich ganz toll, dass es nicht verkauft wurde, das Amo, denn das war auch für die Betriebe ganz wichtig. Die Kollegen brauchten ja das auch, die Unterstützung. Und wenn wir mal gucken, was das Fett da geleistet, die Weihnachtsfeier, die Seniorenbetreuung, das war ja alles nicht so selbstverständlich. Und da muss ich sagen, da freue ich mich heute noch drüber, dass man darüber sprechen kann und dass manche Betriebe jetzt auch wieder anfangen, sowas zu machen. Es gibt wieder ein Weihnachtsmärchen im Amo und es gibt auch wieder Betreuung von Senioren. Und das ist doch eigentlich toll, wenn man das so auch mal sieht. Denn das Fett hatte da auch einen tollen Namen, nicht nur Martinenburg. Ich gucke mal in die Runde noch. Ja, bitte nochmal. Eine ganz kurze Frage an Frau Minder. Ich habe das Stück leider noch nicht gesehen, weil die Karten sind schneller weg, als man nicht gesehen hat. Weil ich finde das total spannend, so ein Treuhand mit dem Theater. Das ist irgendwie, ich hoffe, ich kann es mal anschauen. Wie waren denn die ersten Rückmeldungen? Das würde mich einfach mal interessieren. Gab da schon Rückmeldungen von außen? Es gab schon Rückmeldungen, also hinter Ihnen sitzt jemand, der einen Radiobeitrag dazu gemacht hat und auch Zuschauerinnen befragt hat. Und an den würde ich das tatsächlich abgeben, weil zu mir kommen ja, wenn das in Ordnung ist, dann würde ich dir die Antwort gerne überlassen. Also die Premiere gestern, wenn es Freitag. Dankeschön. Ich würde gerne allmählich hier vorne und
so zum Schluss kommen. Herr Böck, meine Frage wäre, was glauben Sie, wie lange Sie sich mit dem Thema noch wissenschaftlich beschäftigen können? Also Sie haben jetzt sozusagen mal einen starken Aufschlag gemacht. Ja? Wie viel steckt noch drin? Wie lange können Sie da als Treuhandexperte noch reüssieren sozusagen? Wie lange kann ich quasi noch durchhalten? Nein, steckt also wirklich in dem Thema steckt immenses Potenzial drin. Wurde ja auch schon angedeutet, es gibt jetzt die Archive, öffnen sich, also das Bundesarchiv versucht diese Treuhandakten zu erschließen. Das sind 37 Regalkilometer Akten. Und jeder, der die Treuhand so ein bisschen kennt, weiß, das war keine normale Behörde. Also da hat man auch zum Teil sehr, sehr, sehr chaotisch Akten geführt, wenn man überhaupt Akten geführt hat. Also da gibt es eine ganze Reihe von neuen Forschungsprojekten, nicht nur von Historikerinnen, Historikern, auch Soziologen, Ökonomen nehmen sich des Themas wieder an und natürlich auch viele andere Themen. Also weil, wenn ich schon sage, wir sind meistens, wenn wir über die Nachwendezeit diskutieren, oftmals zu sehr auf die Treuhand fokussiert und vergessen dann viele andere Dinge, die da noch passiert sind, an den Hochschulen oder in ganz anderen Räumen. Das wird ein großes Thema sein. Also rechne ich auch damit, dass in den nächsten Jahren auch von wissenschaftlicher Seite das viel das noch weitergehen wird. Ich beschäftige mich derzeit mit einer ganz anderen Branche. Wir müssen immer mal was anderes machen bei mir im Wissenschaftsbereich, was aber auch nicht schlecht ist. Aber ich habe leider so einen Hang zu etwas schwierigen Wirtschaftsthemen, weil derzeit beschäftige ich mich sehr stark mit privaten Nachtwächtern. Und das will ich jetzt keinen Vergleich zur Treuhandanstalt ziehen, aber sagen wir, es sind beides umstrittene Institutionen, das auf jeden Fall. Aber aber das ist im Prinzip, ich denke mal, das Thema wird uns noch begleiten und mein Anliegen ist es natürlich auch immer, das Thema vor allem auch in die sogenannten alten Bundesländer zu transportieren, ne? Weil das ist, wo ich auch das Gefühl habe, dort wächst auch bei Jüngeren und auch bei Westdeutschen, wenn die Kategorien überhaupt noch Sinn machen, wächst das Interesse und auch die Bereitschaft, sich das anzuhören, darüber zu diskutieren und auch ein Stück weit sich darauf einzulassen. Also ich hoffe mal drauf, dass diese produktive, also wenn wir ja schon so ein bisschen optimistisch blicken, in die Zukunft blicken wollen, dass diese produktive Auseinandersetzung so jenseits von Besserwessi, Jammerossi, Täter, Opfer, die sind schuld, der hat Schuld, Erfolg oder Scheitern. Also ich hoffe, dass das so ein bisschen uns dahin führt. Und gerade auch bei meinen Studierenden muss ich sagen, ich mache das Thema auch ab und an mal in der Lehre. Und ich habe meist Studierende aus Gelsenkirchen, aus Bochum natürlich, Dortmund, Essen. Und da sind viele Studierende auch mit Migrationshintergrund dabei, die so in der zweiten, dritten Generation bei uns jetzt an die Uni kommen. Also auch eher so Aufsteiger. Und die sind erstaunlich offen mit diesen Themen und erstaunlich neugierig und offen, aber auch nicht so, natürlich nicht so verbissen. Und das lässt mich schon hoffen, dass wir da irgendwie mal gucken, was wir denn in 10 Jahren machen. Frau Budde, es gibt eine politische Idee, dass man sagt, die Treuhand hatte auch die Aufgabe, durch ihre Entscheidungen den politischen Druck von der Bundesregierung wegzuhalten. Also die Treuhand war immer der Buhmann. Es wird immer vergessen, dass zuständig aber das Finanzministerium war, oder was? Das wird schon nicht, das Finanzministerium war zuständig. Oder beide, wie auch immer. Also die haben ja nichts gemacht, was vorher nicht im Bundeskabinett in irgendeiner Form zumindest grob abgesegnet wurde. Die Richtung, die politische Richtung kam aus Bonn. Und insofern, ja, waren das vielleicht auch die armen Gebeutelten, die man da sozusagen vors Loch geschoben hat, die waren das, die vor den Betrieben standen und nicht Herr Weigel. Also die Grundlagen sind politisch entschieden worden, auch die Richtung zu privatisieren und nicht zu, also zu gucken, auch das hätte Streit gegeben, zu gucken, wo sind dann sozusagen Bereiche, wo wir sagen, die privatisieren wir nicht gleich, das sind strukturbestimmende Unternehmen, vielleicht nehmen wir auch große Strukturen auseinander, aber innerhalb der großen Strukturen gibt es also wieder strukturbestimmende Bereiche, die sanieren wir durch, wie kleines VW, das war immer unser Beispiel, ja, die sind politisch entschieden worden. Also dafür kann man nicht zuallererst der Treuhand einen Vorwurf machen, aber der Spielraum innerhalb der Treuhand war natürlich da. Und das war dieses Beispiel, was ich immer für Sachsen-Anhalt bringe. Im Bereich Maschinenbau, Metallindustrie ist es anders gelaufen als im Bereich Chemie. Also es gab schon auch innerhalb der Treuhand, haben schon diejenigen, die auf den Fachbereichen saßen, ich sage das mal hässlich, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Und das nicht nur ganz rum, sondern auch innerhalb der Treuhand, dafür, wo die sich entschieden hatten, lang zu gehen und andere Wege zu suchen, wie zum Beispiel ausländische Investoren. Das hält auch nicht auf 100 Jahre.
Aber es hat zumindest eine andere Entwicklung, eine andere strukturelle Entwicklung in Gang gebracht, viel mehr Arbeitsplätze generiert, war aus meiner Sicht der bessere Weg. Ja? Also man konnte schon innerhalb, unterhalb des Daches durchaus unterschiedliche Wege gehen. Und dann kommen wir zurück, ja, das Ding war chronisch unterfinanziert und man hatte sich, also schon bei der Einrichtung war das chronisch unterfinanziert, die Treuhandanstalt, ja, sowohl was das Personal anging, als auch was das Geld anging, und man hat sich natürlich auch total getäuscht gehabt, ja, weil also ringsherum alles wegbrach und die Situation eine ganz andere war, man konnte ja nicht nur innerhalb von Deutschland werkeln, sondern es brachen die beiden Blöcke auseinander, die Märkte waren weg für die Unternehmen, es war also mit einmal viel, viel mehr. Es waren so drei Ebenen. Ich glaube zum Teil die falsche politische Richtung, dann die Menschen innerhalb der Treuhand, die das unterschiedlich angegangen sind und auch diese Unbekanntheit, was passiert, wenn die großen politischen Blöcke wegbrechen und damit auch die wirtschaftlichen Räume, die Wirtschaftsräume wegbrechen, die ja vorher in sich organisiert werden. Wir haben ja kaum und wenn dann zu immens falschen, nämlich niedrigen Preisen in das westliche Ausland, in das NRW exportiert. Das hat ja nicht dem Wert unserer Produkte entsprochen, was wir dahin gebracht haben. Das ließ sich ja auch nicht eins zu eins umstellen dann danach, weil die Menschen ja hier dann auch anders natürlich eins zu eins bezahlt werden wollten. Das ist vielschichtig. Also nur Prügelknabe würde ich sagen nicht, aber man konnte es auch unterschiedlich machen. Herr Just, die Stadt Magdeburg hat in den letzten 30 Jahren ihr gesamtes Antlitz verändert. Ich bin in Roten See aufgewachsen, da gab es ein großes Gaswerk mit einem riesengroßen Gasometer, sieht man heute noch so ein ähnliches Ding bei Salzgitter stehen. Dann gab es ein Braunkohlewerk, dann hatten wir eine große Stahlgießerei, wir hatten ein Asbestzementwerk, wir hatten ein Betonwerk. Das war wie so ein kleines Ruhrgebiet, es qualmte auch immer, irgendwas qualmte immer. Und das war ja in Buckau nicht viel anders. Da standen jede Menge Öfen. Wir haben sozusagen die SKL-Maschinerie gehabt mit den großen Öfen. Skett hatte Öfen, weil dahinter war dann sozusagen MAW. Das heißt, im Grunde genommen war das eine Stadt, die vollständig im Pulsschlag dieser Industrie lebte. Die Straßenbahnen waren morgens um 5 voll. Wenn Sie heute um 5 in die Straßenbahn gehen, finden Sie kaum jemanden. Sie können vom Glück reden, dass eine fährt. Obwohl, nee, die fährt schon um 5, das stimmt schon. Aber da fährt nicht mehr viel. Seinerzeit war das die Hauptverkehrszeit. Ja. Sie sind jetzt unter anderem auch im Technikmuseum engagiert, um sozusagen die Erinnerung wachzuhalten an das, was da mal war, was ja immerhin 150 Jahre Stadtgeschichte ist, wenn wir die Industrialisierung mit dazu nehmen. Aus Ihrer Sicht, wie leicht oder schwer ist denn das, diese Erfahrung und diese Erinnerung an andere Generationen weiterzugeben, die sich sowas gar nicht mehr vorstellen können? Magdeburg ist eine Industriestadt seit etwa 150 Jahren. Es ist in einem stetigen Wandel gewesen. So wie wir uns das volkseigene System vorstellen, hat es vorher auch nicht gegeben. Und dieser Wandel steckt immer in jeder Art von Industrie drin. Und die Zukunft wird zeigen, auch Magdeburg wird Industriestadt bleiben. Wird vielfach ihre Industrieerzeugnisse ändern, verändern, das ergibt sich zwangsläufig. Aber dass man annimmt, wie es so teilweise sich andeutete mit der Treuhand, nun geht das alles zu Ende. Es entsteht wieder Neues. Und das Neue zeigt sich an vielen Stellen. Wobei bei dem Neuen muss man sehen, tatsächlich, man muss so nach und nach sich von der alten Substanz trennen. Wie das ja auch im Thälmannwerk der Fall ist, Marienstraße werden die alten Hallen abgerissen. Die sind oder sind schon abgerissen worden. Die sind 100 Jahre alt, sind also in die Zeit gekommen, wo sie dem Fortschritt nicht mehr genügen. Also müssen sie weg. Und teilweise wird auch die Industrie aus der Stadt herausgehen in die Randgebiete. Das haben wir ja auch schon. Rings um Magdeburg bildet sich Rotensee, bildet sich ein ganz neues Industriesystem auf. Und so wird das bleiben. Und es ist allen anzuraten, in dieser Richtung auch die Gedanken zu entwickeln, wenn es um die Berufe geht. Nicht zu sagen, naja, ich will Friseur werden oder irgendwas, weil das vielleicht im Moment gerade bequem ist, sondern zu sagen, was kann mir die Industrie bieten für einen Arbeitsplatz? Und da ist für jeden etwas drin. Für jemanden, der handwerklich nur in die Industrie gehen will, an die Maschinen bedienen, oder für jene, die über die Hochschule praktisch einen Hochschulingenieur erwerben wollen
und wollen in Leitungsfunktion gehen. Auch das ist alles machbar. Ich kann nur jedem empfehlen, bleibt bei der Industrie in Magdeburg und redet sie nicht ins Negative hinein. Das bringt niemandem etwas und schafft auch keinen Sinn. Also das ist so meine Gedanken dazu. Frau Butte, Sie hätten den als Berater mit in Ihrem Ministerium nehmen sollen wahrscheinlich. Oder zumindest mal zu ein paar Veranstaltungen mitnehmen. Die haben auf mich auch nicht gehört, als sie auf ihn gehört hätten. Gut, schönen Dank. Frau Binder, Sie haben jetzt das Schlusswort. Wir haben sozusagen, Sie haben sich jetzt intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Ein sehr abstraktes Thema, aber es geht ja immer auch um Menschen dabei. Und Sie kommen sozusagen ja jetzt aus Ihrer ganzen Biografie nicht direkt aus einem Haushalt und aus einer Vergangenheit, die sozusagen mit solcher Industriesituation zu tun hatte. Ja. Wie leicht war das eigentlich mit den Zeitzeugen, sich zu verständigen? Also war das sozusagen, weil das sind ja schon nicht nur unterschiedliche Generationen, sondern auch unterschiedliche Erfahrungswelten, die da aufeinandertreffen. Dadurch, dass in den letzten 2 Jahren dieses Thema immer mehr an Zuspruch, auch würde ich sagen an medialem Interesse gewonnen hat, und jetzt eben, während es in den 90ern tatsächlich mehr um Zahlen und wie wird das jetzt alles, guckt man ja tatsächlich jetzt schon seit geraumer Zeit eben eher in diesen Mikrokosmos. Und das merken natürlich die Einzelnen, mit denen ich da gesprochen habe, auch. Und dann ist die Bereitschaft zu reden eine ganz andere. Und dadurch, dass die mitbekommen haben, ach, ich beschäftige mich eh schon eine Weile damit, fühlten die sich gut aufgehoben, und dann hatte ich eher den Eindruck, die fangen an zu erzählen und ich sage irgendwo Stopp oder hake nochmal nach oder frage auch Sachen ab, die ich schon woanders her gehört habe, um nochmal entweder eine andere Sichtweise dazu zu bekommen oder eben auch gesagt zu kriegen, nee, das ist richtig so oder eben nicht. Und deshalb gab es da gar keine Verständigungsschwierigkeiten. Es ist aber auch nicht meine erste Stückentwicklung, insofern würde ich auch gerne, wenn ich das darf, mir das zugute halten, dass ich ganz gut die Leute zum Reden kriege. Aber es kommt hinzu, Sie sind, glaube ich, wenn ich, kann ich ja sagen, die dritte Generation, könnte man sagen, die dritte Generation Ost, die ja jetzt auch ein bisschen sehr in der Debatte steht. Vielfach wird in dieser Generation beklagt, dass zu wenig aus der DDR erzählt wird. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass man nicht direkt nachfragt. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass nicht genug in den Familien erzählt wird. Wie ist Ihre Erfahrung? Meine Erfahrung ist auch, in der Familie wird nichts erzählt, und ich glaube, weil in meiner Familie das Gefühl vorherrschte, das war jetzt alles falsch, was gemacht wurde, auch weil Teile der Familie tatsächlich eben überzeugt waren von diesem System oder meine Urgroßeltern eben noch mit am Aufbau beteiligt waren. Und die sind dann eher, also gar nicht, dass sie gesagt haben, sie wollen darüber nichts sagen, aber sie sind eher verstummt und haben dann erstmal in den Konsens, das war falsch, das ist nicht so gut gelaufen, mit eingestimmt, ohne dass klar war, ist das jetzt wirklich die eigene Position oder nicht, sondern man hat die erstmal angenommen. Und eigentlich jetzt erst über die Jahre gibt es so gefühlt wie so eine Art Rückbesinnung. Und ich glaube auch, dass Frau Budde wollte ich gerne beipflichten, also wenn das nämlich alles gut gelaufen wäre und hier wäre das Paradies und alles, wie man sich es vorstellt, da hätten alle gesagt, ja, wir haben alle Allianz für Deutschland gewählt, jetzt ist es nicht so gekommen, jetzt gibt es plötzlich so viele Leute, die eigentlich dagegen waren und einen anderen Weg. Und ich glaube, so ist es eben immer, im Nachhinein betrachtet, verändert sich dieses Bild, das man davon hat, und so war das, ja, so ist es auch in meiner Familie. Also der Aufruf, erzählen, miteinander zuhören, über die Generationen hinweg. Das Stück ist dazu ein guter Anlass. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für das Interesse, fürs Zuhören. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, geht es um 20 Uhr weiter? Ich bin wirklich schlecht gerade informiert. Also eine halbe Stunde Zeit, dann beginnt das Stück. Und ich danke fürs Interesse, ich danke fürs Mitdiskutieren, wünsche einen schönen Abend und hoffe, dass Sie beim Stück gut unterhalten und, wie hast du gesagt, emotional berührt? Also eine teilweise Bedrückung wünsche ich Ihnen jetzt nicht, sondern eher eine Berührung, sage ich mal. Schönen Dank.